Am Anfang schuf Gott das Universum und den Planeten Erde. Menschen wurden nach Gottes Bild geschaffen, um Gottes Werk fortzuführen. Doch bald gingen die Menschen eigene Wege und nicht die Wege Gottes. Egoismus und Gewalt erfüllten die Welt. Da fing Gott nochmal von vorne an, mit einer Familie. Und Gott schloss einen Bund mit einem Mann namens Abraham. Das Land, das du vor dir siehst, ist deins. Durch deine Nachkommen will ich die ganze Welt segnen. In wenigen Generationen wuchs Abrahams Nachkommenschaft zu dem großen Volk Israel heran, das den Ägyptern Angst machte und deshalb von ihnen versklavt wurde. Durch den demütigen Anführer Mose führte Gott die Israeliten aus Ägypten heraus in Richtung verheißenes Land. Während ihres Marschs durch die Wüste gab Gott ihnen Gebote, damit die Israeliten nach Gottes Willen zu leben lernten. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung voller Jammern und Klagen führte Gott das Volk Israel zurück ins gelobte Land. Nach dem Sieg feierte das Volk seinen Gott. Doch wenig später wandte es sich wieder von ihm ab und ging eigene rebellische Wege. Das wurde zu einem Muster für viele Generationen. Zurück im gelobten Land fiel es Israel anhaltend schwer, Gottes Wegen zu folgen. So wurde Saul Israels erster König, aber er beging große Fehler, vor allem kehrte er Gott den Rücken zu. Da wählte sich Gott den mutigen jungen David als nächsten König. Unter Davids Herrschaft wurde Israel reich von Gott gesegnet. David gab seinen Thron an seinen Sohn Salomo weiter, dem Gott viel Weisheit gab. Salomo baute einen prächtigen Tempel, doch mit der Zeit kam Salomo von Gottes Wegen ab und sein Reich zerfiel in zwei Teile, Israel und Juda. Gott schickte Propheten, die beide Völker aufriefen, auf Gottes bessere Wege zurückzukehren, aber sie wollten nicht hören. Gottes Volk wurde aus dem gelobten Land vertrieben, der Tempel wurde zerstört und viele wurden als Sklaven weggeführt. Aber auch im Exil sprach Gott seinem Volk Mut zu durch die Propheten. 60 Jahre später wurde diese Hoffnung wahr, als das jüdische Volk freikam und ins versprochene Land zurückkehrte. Gottes Boten wiesen auf einen kommenden König, den Messias, der Israel wieder aufrichten und ein Reich des Friedens begründen wird. So lebte das jüdische Volk in Hoffnung. Und Gott sprach 400 Jahre lang nicht mehr durch Propheten. Aber dann leitete Gott einen ganz neuen Abschnitt seiner Geschichte ein. Israel gehörte inzwischen zum Römischen Reich und die Juden sehnten sich nach dem Messias, einem Befreier. Die Jungfrau Maria brachte einen Jungen auf die Welt, dem sie den Namen Jesus gab, einer, der rettet. Engel verkündeten, dass er der Messias sei. Hirten brachten diese Nachricht voller Freude unter die Leute. Diese Geburt war wirklich ein Wunder. Als Jesus heranwuchs, begegneten ihm dieselben Versuchungen wie allen Menschen, aber er entschied sich immer für Gottes Wege. Jesus berief Nachfolger, Jünger genannt, die er lehrte, auf Gottes Willen zu hören. Er sagte ihnen, das Reich Gottes ist da, kehrt um von euren Wegen und schlagt Gottes Wege ein. Jesus erzählte einfache, bewegende Gleichnisse, mit denen er das jüdische Volk herausforderte, sich mehr und tiefer auf Gott einzulassen. Immer wenn die Menschen ihn umringten, zeigte er sein Mitgefühl, indem er ihnen zu essen gab, sie von ihren Krankheiten heilte und sogar Menschen vom Tod auferweckte. Jesus war ein völlig anderer König, als die meisten erwartet hatten, kein militärischer Führer. Er regierte durch Gerechtigkeit und Mitgefühl für die, die am Rand stehen. Die religiösen Führer waren auf Jesus eifersüchtig und geschockt von seiner Lehre und seinem Sendungsbewusstsein. Er musste gestoppt werden. Eines Nachts, während Jesus betete, schickten sie einen Schlägertrupp, der ihn ergreifen sollte. Die Jünger gerieten in Panik und versteckten sich. Die religiösen Führer verhörten Jesus. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortete, ich bin es und ihr werdet mich zur Rechten Gottes sitzen sehen. Da schrien alle außer sich, wer von sich behauptet, er sei Gott, muss hingerichtet werden. Unter dem Druck der aufgebrachten Juden verurteilte Pilatus, der römische Gouverneur, Jesus zum Tod. Wie ein Verbrecher wurde Jesus ans Kreuz genagelt, in der Mitte zwischen zwei Aufrührern. Jesus betete, Vater, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus tat seinen letzten Atemzug und Finsternis überzog die Erde. Jesus wurde in ein Grab gelegt, bewacht von römischen Soldaten. Zwei Tage später, als Anhängerinnen Jesu kamen, um sein Grab zu besuchen, war er nicht mehr da. Das Grab war leer. Ab da erschien Jesus immer wieder seinen Jüngern, manchmal einzelnen, aber einmal 500 Menschen auf einmal.
Ein paar Wochen nach der Auferstehung traf sich Jesus mit seinen Jüngern. Er ermutigte sie: Ihr werdet nie allein sein. Bald wird Gottes Geist kommen und in euch leben. Er befähigt euch, mir nachzufolgen und die Welt zu verändern. Als die Jünger noch schauten, verschwand Jesus vor ihren Augen weg in einer Wolke nach oben. Wenige Tage später waren 120 Jünger im Gebet versammelt. Plötzlich erfüllte sie der Heilige Geist und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Leute aus der ganzen Stadt wunderten sich sehr. Tausende kamen zum Glauben an Jesus als den Messias. Das war der Anfang der Kirche, der Gemeinschaft derer, die Gott berufen hat, in aller Welt seine Herrschaft vorzuleben. Durch Gottes Geist mit Vollmacht versehen, heilten die Jünger wie Jesus Kranke, speisten Hungernde und versorgten Arme. Die Gemeinde breitete sich im ganzen Land aus, aber sie erfuhr auch schlimme Verfolgung, Gefängnis und Gewalt. Manche starben für ihren Glauben. Ein Mann namens Saulus sah sich verpflichtet, die Gemeinde zu zerstören. Doch plötzlich blendete ihn ein Licht und Jesus trug ihm auf, ab jetzt für ihn zu arbeiten. Von diesem Moment an gründete Saulus neue Gemeinden, um die mit der Botschaft von Jesus zu erreichen, die keine Juden waren. Jahre später schenkte Gott dem Apostel Johannes eine Vision, wie die ganze Geschichte enden wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott lebt unter uns. Er wischt alle Tränen ab und befreit von Schmerz und Tod. Gott selber wird alles neu machen. Die Fortsetzung dieser großartigen Geschichte sind wir. Eine Gemeinschaft, die berufen ist, allen die liebevolle Herrschaft Gottes zu zeigen und die Menschen zu segnen.